Was geht ab, Leute? Zane ist wieder da. Heute mit den Spoilern zu One Piece Kapitel 960 mit dem Titel Kozuki Oden taucht auf. Und ich muss irgendwie sagen, die Spoiler dieses Mal habe ich so absolut nicht gerafft. Also, die waren alle so komisch und unverständlich geschrieben, dass ich mir manchmal fragte, wo ist denn der Sinn oder die Logik dahinter? Na gut, aber ich sage euch einfach mal, was in den Spoilern so steht. Es beginnt wohl das Ganze, dass irgendwelche drei Leute ein Schwein gefangen haben. Dann kam wohl Kinemon, nahm das Schwein und klaute auch die Brieftaschen der Leute. Auf den Bildern sieht Kinemon aus wie ein Punk. Im Alter von 9 Jahren war der Name Oden wohl schon in der Unterwelt verschrien und er wurde vom Casino verbannt. Was zur Hölle macht ein 9-Jähriger überhaupt im Casino? Im Alter von 10 Jahren dann wurde er verhaftet, weil er gegen die Yakuza kämpfte. Was war bei dem denn kaputt? Hiyo jagte wohl währenddessen Kinemon, um irgendwelche Schulden einzutreiben. Und der Name des Schweins war wohl Berggott. Es lockte wohl tausende von Schweinen in die Hauptstadt und diese wurde dann von den Schweinen überrannt. Dabei gab es wohl viele Verletzte und da frage ich mich, können Samurai nicht gegen irgendwelche Schweine kämpfen? Ich meine, in der Hauptstadt waren ja wohl auch ein paar Samurais dabei. Oden hört irgendwelche Leute über ein Schwein reden und sagt daraufhin nur, interessant, gib mir das Schwein. Und Oden hatte wohl seinen eigenen kleinen persönlichen Harem. Das Problem an der Sache war, die Ehemänner und Familien der Frauen haben von diesem Harem irgendwie Wind bekommen. Sie kämpften dann alle zusammen gegen Oden und auch Hiyo war wohl irgendwie mit von der Partie. Hat Oden jetzt in irgendeiner Form was mit Hiyos Tochter angefangen? Ganz komisch. Odens Vater sagt dann wohl über Oden, Oden, folge wohl dem Licht des Mondes. Die Kindheit von Oden war wohl großartig. Ja, so hört sich das an. Mit 9 aus dem Casino verbannt, mit 10 Jahren verhaftet worden, weil er gegen die Untergrundbosse kämpft und mit 11, wer weiß, seine eigenen kleinen persönlichen Harem. Ja, die Kindheit ist wirklich großartig. Total. Na gut. Odens Vater gab Oden dann den Namen oder den Spitznamen Heldentaten, also Hero Deeds. Was ist das für ein scheiß Spitzname, ganz ehrlich. Wir sehen dann Oden im Alter von 18 Jahren und immer noch macht er wohl Ärger. Im Krematorium wird Odens Vater zur Feuerbestattung vorbereitet. Oden kocht daraufhin auf dessen Knochen und isst. Yeah, ich glaube, der Typ hat sie nicht mehr alle. Er kam eigentlich, um Lebewohl zu sagen, genau, und kocht dann und isst dann halt einfach drauf. Doch als er ging, sagte er zu den Toten, das nächste Mal, wenn ihr wieder trinkt, wird es in dieser Welt sein. Kuckuck, kuckuck, kuckuck. Ich glaube, Oden war wohl ein klein wenig verrückt, würde ich mal behaupten. Naja gut, ein sehr seltsames Kapitel. Oden scheint ein recht seltsamer Dude gewesen zu sein. Ich kann ihn bisher eher schlecht einschätzen, da die Übersetzung der Spoiler etwas merkwürdig sind. Wir werden wohl bis morgen auf das Kapitel warten müssen. Ich hoffe auf jeden Fall, die Spoiler haben euch gefallen. Wenn ja, zeigt es mir mit einem Klick und mit einem Klick auf den Like oder den Abo-Button. So rum. Es ist einfach zu spät. Wenn ihr morgen mehr über das Kapitel erfahren wollt, schaut rein bei meinem Kapitel-Review. Bis zum nächsten Video wünsche ich euch wie immer viel Spaß und haut rein. Ciao.